Hallo, herzlich willkommen zu meiner kleinen losen Folge von Filmchen über die Neuerungen bei der Cinema 4D 12, bei der aktuellen Version, die jetzt also seit ein paar Tagen auf dem Markt ist, beziehungsweise als Demo-Version auch heruntergeladen werden kann. Eine der wichtigsten Neuerungen in dieser neuen Version sind, dass es echte Einheiten gibt in dem Programm. Wir haben jetzt hier einen Würfel von 200 cm Kantenlänge, so steht es im Koordinatenmanager. Wenn Sie bis zur Version L5 andere Einheiten eingestellt hätten, dann hätte sich an der Zahl gar nichts geändert. Es hätte nur dort statt Zentimeter Meter gestanden oder Kilometer oder was auch immer Sie dort gewählt hätten. Das war natürlich irritierend. Wir sind es eigentlich vom CAD-Programm aus gewohnt, dass Objekte immer in festen Größen bleiben und je nach Einheitenanzeige sich die Zahlen ändern. Das ist jetzt auch in Cinema 4D so. Sie können bei den Programmvoreinstellungen unter Einheiten die Einheiten ändern. Das ging bisher ja scheinbar auch, nur dass sich eben tatsächlich an den Zahlen nichts geändert hat. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Meter wähle, dann sehen Sie, wie sich hier unten die Zahlen ändern. Statt 200 steht dort 2, was auch korrekt wäre. Und jetzt kann man sich also auf die Zahlen dort auch mehr verlassen. Zu dem Thema gehört noch ein anderer Punkt, der sich unter den Dokumentvoreinstellungen versteckt. Dort sehen Sie, dass Sie ein Dokument skalieren können. Sie können jetzt also nach dem CAD-Import oder nach einem CAD-Import, der vielleicht im falschen Maßstab erfolgt ist, nachträglich Ihre ganze Szene skalieren. Entweder indem Sie die Zahl ändern, zum Beispiel von 1 auf 10. Jetzt haben wir hier 20 Meter Würfelkantenlänge. Machen wir das Ganze mal rückgängig. Ups, was ist jetzt passiert? Unser Würfel ist verschwunden. Einmal zu den Programmvoreinstellungen, die bekommen Sie auch hier. Entschuldigung, Dokumentvoreinstellungen. So, wenn ich jetzt hier nochmal auf 1 gehe, dann haben wir hier unten wieder 2 Meter stehen. Und jetzt können Sie allerdings auch diese Einheiten hier ändern, indem Sie zum Beispiel auf Meter gehen. Und weil vorher dort eine 2 stand, steht jetzt nach dem Wechsel von Zentimeter auf Meter hier eine 200. Das heißt, der Wechsel von Zentimeter auf Meter an dieser Stelle bedeutet eine Verhundertfachung Ihrer Szene oder Ihres Objekts. Das ist ja im Moment alles, was die Szene beinhaltet, auf 200. Diese globale Skalierung einer Szene hat natürlich nur Sinn, wenn Sie danach nicht noch mehr importieren aus dem CAD-Programm, was dann wieder im falschen Maßstab ankäme. Aber für das einmalige Skalieren geht es eben. Das heißt, eine Szene ist zum Beispiel 100 mal zu groß, dann könnten Sie hier an dieser Stelle auf einen Schlag diese Szene ebenso groß machen, wie sie sein muss. Das war's zunächst. Einheiten, echte Einheiten in Cinema 4D und globale Dokumentskalierung sind jetzt möglich. Bis zum nächsten kleinen Filmchen. Tschüss!